Hypnose hat überhaupt nichts mit Manipulation oder so zu tun. Hypnose ist einfach nur eine unheimlich schöne, tiefe Entspannung. Mit Hypnose, Rauchentwöhnung geht so super. Vor allen Dingen, du hast nicht so, ja, wir Frauen haben ja Angst aufzuhören, weil wir könnten ja ein bisschen dicker werden. Ja, und mit Hypnose hast du das nicht. Es ist einfach nur Entspannung. Und die Aufmerksamkeit ist auf meine Stimme gerichtet, auf die Musik, die vielleicht noch im Hintergrund läuft. Aber du kriegst alles mit. Also ich versuche immer wieder dieses Bild in deine Vorstellung zu bringen, was du erreichen möchtest. Wir müssen Bilder sehen. Nur wenn du dieses Bild im Kopf hast, was du erreichen möchtest, dann kann es in diese Umsetzung kommen. Aber in der Hypnose, und das ist so dieser Trugschluss, man schläft nicht in der Hypnose. Es ist einfach nur eine Einengung der Aufmerksamkeit. Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen, der Gast aus 307. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Auf meiner Runde heute treffe ich eine ganz, ganz besondere Frau, einen ganz besonderen Menschen. Und ich würde auch sagen, eine Heilerin, Therapeutin, und zwar Petra Dieme. Ihren Mann kennen wir schon. Es ist der liebe Ernst Albrecht Föhringer, bei dem ich schon meine Sitzungen hatte und ihr auch den Podcast gehört habt, aber heute geht es um die liebe Frau Petra. Sie ist Hypnotiseurin, und was das bedeutet und wie man Hypnotiseurin wird und wie das Ganze so funktioniert, das wird uns die Petra heute erzählen. Willkommen, liebe Petra. Ja, hallo, lieber Daniel. Schön, dass wir heute zusammen und gemeinsam heute unseren Podcast machen. Ich freue mich schon sehr drauf. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Jetzt gleich einmal die Frage vorweg, weil viele Menschen immer sagen, hypnotisieren, das ist nicht greifbar. Wir haben ja alle schon ein bisschen mitbekommen, in der heutigen Zeit, diese gewissen Sinne bekommen ja immer viel mehr an Bedeutung. Trotzdem ist es natürlich etwas, wo viele denken, das ist Spook, das ist Hexerei, das ist Einbildung. Kannst du uns einfach ein bisschen in kurzen Momenten ein bisschen was über Hypnose erklären? Ja, gerne, Daniel. Also Hypnose hat überhaupt nichts mit Manipulation oder so zu tun. Hypnose ist einfach nur eine unheimlich schöne, tiefe Entspannung. Und in dieser Entspannung kann natürlich unser Unterbewusstsein viel mehr aufnehmen. Und ich sage immer, es fühlt sich so an, wie wenn du morgens aufwachst, haust auf deinen Wecker und sagst, noch 5 Minuten liegen bleiben. Du könntest dich bewegen, aber du willst dich nicht bewegen. Oder du könntest deine Augen öffnen, aber sagst, warum denn jetzt? Ist gerade so schön. Und genauso fühlt sich eigentlich die Hypnose an. Und für mich ist Hypnose keine Manipulation, sondern Hypnose ist für mich eine Entmanipulation von unseren ganzen Mustern, von unseren ganzen Glaubenssätzen, die wir uns so im Laufe der Jahre angeeignet haben. Das heißt, du bist quasi der Coach, der den Gast, den Kunden, den Patienten oder den Freund in die Tiefenentspannung bringt. Und dort passiert oder dort funktioniert dann Hypnose. Ja, genau. Also es ist wirklich eine absolute Tiefenentspannung. Und weißt du, wir können stundenlang über ein Thema reden. Und angenommen, du wärst jetzt Raucher, ja, können wir stundenlang darüber reden, wie schädlich das ganze Thema auch ist. Und trotzdem rauchst du weiter. Aber in der Hypnose, in dieser tiefen Entspannung, dann auf mal nimmst du die Wörter anders auf und du gehst raus und brauchst nicht mehr die Zigarette. Und wir sind einfach in der Tiefe, im Unterbewusstsein kommt es ganz anders an. Und das ist so spannend, dass wir in dieser Entspannung die Themen anders aufnehmen. Und das ist ja auch so, wo kommen die besten Ideen? Ja, die besten Ideen, ich sage immer bei den Männern, sagen die mir auch selber, wo kommen die besten Ideen? Auf dem Klo. Und warum kommen die auf dem Klo? Weil du da deine Ruhe hast. Ja, du hast deine Ruhe. Die Frau stört dich nicht.
Keiner stört dich, ja. Also jetzt übertrieben, aber die Ideen kommen doch meist, wenn du mal nur auf dem Sofa sitzt und nichts tust oder wenn du mal einfach in der Natur bist, ja, und nichts tust und nur einfach läufst. Auch da kommen die besten Ideen. Und hier in der Hypnose hast du diese Ruhe, um auch mal das in der Tiefe umzusetzen, dein Thema, je nachdem, was derjenige für ein Thema hat. Das heißt, du hilfst uns, die innere Uhr, das innere Rad, den Antrieb freizuschalten, dass man an nichts denkt, außer an dieses Thema. Ja, genau. Ich mache natürlich auch viel im Vorfeld, also nur rein die Hypnose reicht ja auch nicht aus. Wenn du jetzt ein spezielles Thema hast, dann muss man natürlich auch erstmal fragen, was ist es, woher kommt es, woran kann es sein, was hast du für Glaubensmustersätze? Ja, ich mache ja im Vorgespräch, ich bin ja auch Coacherin und ich mache ja erstmal eine Stunde ein Gespräch, um zu erkennen, was ist es für ein Thema? Was sagst du dir den ganzen Tag? Ja, weil ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen gar nicht so, wenn ich sage, was möchtest du denn gern? Ja, ich möchte jetzt nicht mehr mit Angst in die Prüfung gehen. Meinte ich, ja, was willst du denn dann? Ja, ja, nicht mit so einer Angst, meinte ich, ja, was willst du denn dann? Ja, ich will ruhiger sein. Ah, meinte ich, ja, wir sagen immer das, was wir nicht wollen, aber wir sagen nicht das, was wir wollen, nämlich vielleicht jetzt mit Ruhe und Gelassenheit in die Prüfung gehen. Ja, und das, ob das jetzt Gewicht ist, ob das Rauchen ist, ob das Prüfungsängste sind. Und ich habe bei den Menschen schon ein Stück Erfolg, wenn die beim Rausgehen schon sagen, ups, ich habe schon wieder was Falsches gesagt. Und dann können wir an diesen Punkten in der Hypnose ansetzen. Man kann über idiomotorische Fingerzeichen erfragen, woher denn diese Muster kommen, aus der Kindheit oder aus den Pränatalen, also in dem Bauch deiner Mutter, den 9 Monaten, vielleicht auch noch mal tiefer. Und da kann man richtig schön mit der Hypnose also an die Wurzel rangehen, ja, an die Ursache herangehen. Was sind die meisten Fälle oder Patienten, die zu dir kommen? Mit welchen Absichten oder Wünschen kommen sie zu dir und wollen sich das weghypnotisieren lassen? Also bei mir ist natürlich sehr, da habe ich mich auch drauf spezialisiert, Blockadenlösung, weißt du, Blockaden beziehungsweise Selbstwertthemen, das gehört für mich zusammen, Ängste. Und im Moment sind natürlich auch gerade sehr viele Ängste da draußen und oder auch im Moment, ja, Raucherentwöhnung ist immer ein Thema. Gewicht ist ein Riesenthema. Wobei Gewicht, da stecken immer für mich andere Themen dahinter. Ja, weil Gewicht kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und da muss man auch an die Ursache gehen, warum ich so viel esse oder Schokolade oder Flipse, Chips. Also das gehört für mich alles zusammen. Auch dieses sich zeigen. Also viele trauen sich nicht zu zeigen. Und das ist natürlich bei uns Frauen noch mehr ein Thema. Ja, wie vielleicht bei euch Männern. Ja, ich kenne so viele tolle Frauen bei mir, die haben so viele tolle Talente und trauen sich dann nicht, ihr Talent zu leben. Und wenn man es schafft, wenn du jetzt kommst wegen, ich habe ja dein heute von Kolavis dein Podcast gehört und da hattest du ja auch gesagt, wenn da Leute irgendwie rausgehen, weil sie vielleicht mal nur auf Toilette wollen, weil sie deinen Vortrag gar nicht schlecht finden. Aber ich gehe nicht darum, bei mir passiert es nicht so, dass du dieses Gefühl hast, hier, ich zeig dir, wie man präsentiert, sondern wir gehen hier an die Blockade, warum du meinst, dass du vielleicht da präsentierst und nicht gut genug ist und der geht jetzt raus. Das hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun, sondern warum traue ich mich nicht so zu präsentieren? Warum traue ich mich nicht einfach nur ich zu sein? Ja? Und daran kann man in der Hypnose wieder gut an die Ursache gehen. Und danach kann man sagen, so, jetzt mache ich noch ein Training mit, wo ich sage, so, wie muss ich präsentieren? Wie stelle ich mich hin? Wo mache ich mal eine Pause? Aber wir müssen vorher ansetzen. Wir müssen vorher an dieser Blockade ansetzen. Das heißt, Blockaden lösen ist ein großes Thema. Selbstwertgefühl? Ja. Haben viele. Und Rauchen ist ein Riesenthema, weil heute war wieder ein großer Bericht in der Zeitung, dass über 127.000 Menschen nur in Deutschland an den Folgen des Rauchens sterben. Und mit Hypnose, Rauchentwöhnung geht es so super. Vor allen Dingen, du hast nicht so, ja, wir Frauen haben ja Angst aufzuhören, weil wir könnten ja ein bisschen dicker werden. Ja, und mit Hypnose hast du das nicht. Und das ist ein Riesenvorteil. Okay. Aber hypnotisieren lassen brauche ich mich nur oder hilft nur, wenn ich es selber auch aufhören möchte, das Rauchen.
Wenn das ich selber rauche und nicht aufhören möchte, also ich muss dran glauben und ich muss es auch mitleben, mitwollen, diese Hypnose. Sonst gegen meinen Willen könntest du mich nicht hypnotisieren, oder? Auf keinen Fall. Also es bringt überhaupt nichts, wenn jetzt irgendwie eine Frau den Mann schickt, weil die Frau nicht will, dass er mir raucht oder so. Das bringt überhaupt nichts. Also Hypnose funktioniert dann gut, wenn du sagst, so jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr, aber du denkst, oh, ich habe schon dreimal versucht und es hat auch nicht geklappt, aber so ein bisschen Angst noch dabei ist. Aber wenn du es willst, ja, und sagst so, ich bin zu 70% jetzt bereit aufzuhören, der Rest ist noch Angst, ich könnte vielleicht nochmal wieder versagen und das nicht schaffen, dann kann man mit Hypnose super arbeiten. Wenn ich es selber will und ich selber mich dazu entscheide, nicht mehr zu rauchen, wieso brauche ich dann noch Hypnose? Weil viele das wollen, aber nicht davon überzeugt sind, dass es alleine schaffen. Und manchmal hilft einfach so ein Tool wie die Hypnose. Ja, weil sie sagen, ja, ich will jetzt unbedingt, aber ganz alleine schaffe ich es nicht. Und die glauben dann auch, dass dieses Tool ihnen dann hilft. Und dann hilft es auch. Ja, also sie brauchen noch jemand, der sie dabei unterstützt. Also sie trauen sich alleine nicht so wirklich zu. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn du es mit Hypnose aufhörst, ist es viel einfacher. Ja, du nimmst nicht zu und du bist auch nicht so, was soll ich sagen, ja, so gereizt. Es gibt ja manchmal so Leute, wo sie sagen, wo die Frau gesagt hat, oh, fang wieder an zu rauchen. Ja, die haben aufgehört, weil sie es wollten. Und die nehmen meist dann auch nur zu, weil sie es kompensieren und die fangen dann an, Schokolade zu essen oder irgendwas anderes zu essen. Also sie sind eigentlich keine Nichtraucher. Und mit Hypnose bist du wirklich ein Nichtraucher. Es gibt so ein ganz cooles YouTube-Video, das heißt Stop It. Hast du das schon mal gesehen? Musst du anschauen, wo eine Frau zum Arzt kommt und ihr Leiden klagt. Und er ihr sagt, es gibt nur ein Rezept und das heißt Stop It. Einfach dran zu denken oder dich so zu fühlen oder Angst zu haben. Jetzt kommen viele zu dir, die haben Angst, Angstzustände auch mit und wollen diese quasi lösen oder wollen sich von Angst lösen. Ist das dann auch so, wo du ihn eigentlich im Unterbewusstsein einfach mit auf die Reise gibst, Stop It, hör einfach auf, Angst zu haben? Oder gibt es da andere Muster? Ja, dieses Stop, das Wort benutze ich auch ganz oft bei mir in der Praxis. Jedes Mal, wenn die wieder anfangen von ihren Ängsten erzählen, sage ich, Stopp, wo willst du hin? Ja. Und in der Hypnose ist es ein ganz wichtiges Modul. Bilder, wir brauchen ja Bilder. Und was hat derjenige für Bilder im Kopf? Er hat das Bild im Kopf, dass er wieder Angst hat oder dass er nicht Auto fahren konnte, dass er wieder einer Prüfung versagt hat. Und je mehr du dich in diese Angst reinsteigerst, umso schlimmer wird es ja auch. Und darum dieses Stopp. Wir können in der Hypnose Anker reinsetzen. Wir müssen gute Momente bringen, weil Hypnose ist ja nicht nur das Bild, sondern wir müssen alle Sinneswahrnehmungen wahrnehmen, Gefühle hören, riechen, fühlen, schmecken. Und dieses positiv über einen Anker kann ich dich wieder in eine positive Energie bringen. Und bei Ängsten ist es ganz, 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 ganz wichtig, wer Angst hat, braucht sehr viel Ruhe. Je mehr du in der Ruhe bist, umso mehr kann die Angst nicht rauskommen. Ja, und wer Angst hat, der muss auch mal gucken, tue ich überhaupt das Richtige? Bin ich überhaupt in dem richtigen Job? Ja, lebe ich überhaupt mein Leben? Und das sind alles Dinge, die in meinem Hypnose-Coaching eine Rolle mitspielen. Ich kenne das selber. Ich hatte früher selber Ängste. Ich war früher selber in einer Depression. Heute sage ich, du musst nicht in der Depression bleiben. Du musst was verändern. Stopp. Was willst du jetzt? Wo willst du hin? Wo willst du? Ja, dieses Stopp. Jetzt hör auf. Du kannst es nicht mehr verändern. Es ist leichter gesagt. Nicht falsch abbiegen. Ja, aber du kannst mal in die Tiefe gehen und man kann über die Tiefe schon viel auflösen. Aber gleichzeitig muss ich auch schauen, wo will ich hin? Und auch da ist es wichtig, mal aufzuschreiben. Was möchte ich denn? Wo will ich hin? Und ich sage immer, schreib dir alles auf, mach mal Brainstorming. Was möchtest du?
Ja, und wenn du Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden willst und deine Stimmchen wieder sagt, nein, du doch nicht, du bist so klein, so dünn, so doof und was man so gehört hat. An diese Sachen müssen wir ran. Und ich habe tolle Kunden. Und diese Kunden, wenn ich frage, was würdest du machen, da kommen die tollsten Ideen. Und das Schöne ist, dann funkeln die Augen. Und ich achte immer auf die Augen. Und wenn man das macht und wenn man da diese Blockade löst, ja, das, und dann auch mal trauen die sich, diese Dinge anzugehen. Und das finde ich so faszinierend mit der Hypnose. Das heißt, diese ganze Vorarbeit, das Vorgespräch ist auch ein ganz wichtiger Teil der Hypnose. Ja. Einmal sich selber im Klaren zu werden, selber im Leben ein bisschen aufräumen und da ein bisschen zu sortieren und sich zu fokussieren. Und dann kommt die Hypnosebehandlung. Die kann dann, da liegt man, oder? Da legt man sich nieder oder sitzt man? Man kann sitzen. Ich mache es gerne so im Halbliegen, und weil es einfach angenehmer ist und entspannter ist im Liegen als jetzt im Sitzen. Ja, also das ist viel angenehmer. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt bei dir in der Praxis sein, sondern es geht über Fernwartung, über online auch, oder? Ja, man kann es auch online machen. Aber also gewisse Themen musst du persönlich machen. Ja, wenn ich mit dir jetzt, also wenn ich Menschen bei mir habe, die vielleicht nicht gerade so gut drauf sind, ja, dann ist es einfach sinnvoller, persönlich zu machen. Aber jetzt eine Raucherentwöhnung oder ja, solche Sachen kann man schon online machen. Das funktioniert auch super gut. Also es ist vieles machbar, es ist ja viel Energie, und online, musste auch da jetzt durch Corona mein Mindset ändern, weil ich gesagt habe, nein, mache ich nicht online. Aber ich habe jetzt wirklich Kunden bei mir gehabt, die waren vorher bei mir persönlich, und jetzt ein paar Mal durch Corona im Lockdown wirklich ein paar Mal online, und die haben wirklich gesagt, nein, sie haben keinen Unterschied festgestellt. Es funktioniert genauso. Nein, super. Gut, dann kommt die. Das war mir jetzt auch wichtig, dass die Kunden, die vorher schon bei mir waren, jetzt mal wirklich den Unterschied oder keinen Unterschied feststellen konnten. Und das war mir ganz wichtig. Ja, perfekt. Dann liegt man bei dir in der Behandlung für 1-2 Stunden. Man fällt nicht in den Schlaf, man soll nicht schlafen, man ist bewusst oder man sinkt öfter mal in den Schlaf. Ich kann mir vorstellen, dass viele, so wie ich auch, immer wieder mal wegdösen. verliert man da dann denn die Verbindung zur Hypnose? Oder? Also eigentlich sollte man nicht einschlafen. Schlaf ist einfach so ein Wort, Hypnose fürs Unterbewusstsein, Schlaf gleich Augen zu. Aber in der Hypnose, und das ist so dieser Trugschluss, man schläft nicht in der Hypnose. Es ist einfach nur eine Einengung der Aufmerksamkeit. Also du liegst dann da, du kriegst noch mit die Geräusche, die von draußen vielleicht reinkommen. Also wenn hier freitags bei uns der Rasen gemäht wird bei dir in der Nachbarschaft, das hörst du noch. Oder wenn mein Hund mal bellen sollte, das kriegst du mit. Aber es stört dich nicht, ja? Und du sollst sie auch mitkriegen, sonst könntest du ja meine Worte auch nicht aufnehmen. Und wenn mir mal wirklich jemand oder ich das Gefühl habe, der könnte mir vielleicht zu tief eingesackt sein, dann werde ich auch immer noch mal fragen, nimmst du meine Stimme wahr? Und wenn du dann nicht mehr nicken würdest, dann würde ich dich rausholen. Also der Klient sollte immer mich hören. Es kann mal so zu einem Sekundenschlaf führen oder so. Aber das ist auch okay. Aber normal ist es einfach nur Entspannung, und die Aufmerksamkeit ist auf meine Stimme gerichtet, auf die Musik, die vielleicht noch im Hintergrund läuft. Aber du kriegst alles mit. Und dann malst du mit mir oder kreierst du mit mir im Unterbewusstsein gewisse Bilder, Muster, die ich mir selber dann quasi einpräge. Ja klar, also man kann positive Suggestionen einbauen, speziell auf dein Thema. Man kann bildhafte Vorstellungen, also ich versuche immer wieder dieses Bild in deine Vorstellung zu bringen, was du erreichen möchtest, dass du da jetzt vielleicht top auf der Bühne stehst und die Leute klatschen und sind begeistert von deinem Vortrag, den du da hältst, und anschließend noch zu dir hinkommen. Also wir brauchen dieses positive Bild, weil wir müssen Bilder sehen. Nur wenn du dieses Bild im Kopf hast, was du erreichen möchtest, dann kann es in diese Umsetzung kommen. Man sagt, man braucht so 90 Sekunden. Und wenn du 90 Sekunden dieses Bild im Kopf hast, dann kann das in die Verwirklichung kommen. Ja?
Also ganz wichtig, dieses Bild. Der ganz besondere Support für diesen Podcast geht an die Best Alpen Wellness Hotels in Österreich und in Südtirol. Und diese Hotels gehören für mich zu den besten im deutschsprachigen Raum. Das nicht nur, wenn unser eigenes Hotel, das Stockresort, mit dabei ist. Vielmehr sind es auch diese Familienunternehmer, die als Gastgeber mit viel Leidenschaft und Herzblut ihre Gäste berühren, verwöhnen und ihnen einzigartige Erlebnisse schaffen. Besonders bemerkenswert, einzigartig und cool finde ich aber die Arbeitgebermarke, die diese Hotels alle mit sich bringen. Sie haben es verstanden, den Mensch als Mitmensch zu machen. In diesen Hotels sind Gast, Gastgeber und Mitarbeiter auf einer Ebene. Auge an Auge, Herz an Herz fühlt man sich dort sowohl als Gast als auch Mitarbeiter ganz besonders wohl. Urlaub, wo andere hin möchten, arbeiten, wo andere Urlaub machen. In diesen Hotels ist das gemeinsame Gefühl etwas ganz, ganz Besonderes. Mal das einmal probieren mit mir. Können wir das jetzt einmal so live probieren? Was möchtest du denn? Also rauchen tue ich nicht. Alkohol bin ich auch brav geworden. Vielleicht, dass ich auf der Bühne, dass ich genau so dieses gewisse Herzklopfen auf der Bühne nicht habe, dass man sich stark fühlt und selbstsicher. Ja, können wir gerne mal ausprobieren. Da musst du dich nur für dich jetzt einfach mal kurz bequem hinsetzen. Jawohl. Dass du dich vollkommen wohlfühlst und einfach mal deine Augen schließt, mal deine Atmung spürst, wie du ruhig ein- und wieder ausatmest, ein- und wieder ausatmest, wie Ruhe und Gelassenheit mit jedem Einatmen Ruhe in deinen Körper kommt. Und mit jedem Ausatmen lässt du jede Anspannung los. Und jetzt kannst du einfach mal vor deinem geistigen Auge ein Bild entstehen lassen. Stell dir mal vor, es beginnt heute ein neuer Tag. Und du weißt, du erwachst in deinem Bett und du weißt, dass du heute deinen Vortrag hast. Du stehst auf, du reckst und streckst dich, fühlst dich vollkommen wohl. Und du richtest dich. Du fühlst dich aber heute vollkommen wohl, anders als sonst. Du bist heute vielleicht ein wenig aufgeregt, aber trotzdem ruhig und gelassen. Und so packst du vielleicht alles zusammen. Vielleicht bist du auch schon im Hotelzimmer, wenn du irgendwo unterwegs bist. Packst alles zusammen und dann fährst du los, fährst dorthin, wo du heute deinen Vortrag hältst. Und du begrüßt dort dann angekommen die Leute. Das ist eine tolle Stimmung. Du fühlst dich vollkommen wohl. Du bist voller Energie, voller Power. Und du hast vielleicht jetzt noch 10 Minuten vor deinem Vortrag. Und du bist gerichtet, gehst vielleicht nochmal in deinen Gedanken kurz alles durch, was du vorbereitet hast für deinen Vortrag. Und dann bist du dran, du wirst aufgerufen, dass du jetzt auf die Bühne kommen sollst. Dann stell dich vor und jetzt gehst du auf die Bühne. Aber du bist richtig gut drauf, du bist voller Power, voller Elan. Du stellst dich dorthin, wo du dich hinstellen sollst. Und du betrachtest dort die Menschen, begrüßt sie, fängst an zu sprechen. Du bist gut drauf, deine Beine stehen fest auf dem Boden, du spürst noch die Energie. Du wirst felsenfest mit der Erde verbunden. Und dann fängst du an, du redest und redest.
Du merkst, je mehr du redest, umso besser bist du drauf, umso mehr Energie bekommst du und du siehst nach vorne, wie die Leute dich anlächeln, wie sie voller Begeisterung mit dem Kopf nicken und sagen, ja super, toll. Und so hast du vor dir noch deine Lächler, die dich immer wieder rechts und links anschauen. Du gehst von rechts nach links, beobachtest die Menschen. Und der Zeit vergeht. Dein Vortrag geht schon langsam zu Ende. Du bist selbst überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Du bedankst dich, du verabschiedest dich. Und du siehst, wie die Leute da vorne stehen und klatschen und begeistert von deinem Vortrag sind. Und vielleicht siehst du auch noch, oder hörst du sogar, wenn du runtergehst, wie die Menschen auf dich zukommen, sie mit dir reden und sich bedanken für deinen tollen Vortrag, für deine tollen Tipps, die du den Menschen geben konntest. Und wie sie dich sogar in den Arm nehmen, sagen, super, toll. Und genauso wie du es jetzt hier vor deinem geistigen Auge gesehen hast, genauso wie das Eintreten. Und jetzt kannst du wieder langsam deine Augen öffnen. Und du kannst dich auf einen wundervollen, tollen Vortrag freuen. Voller Power, voller Elan. Das war jetzt nur eine Kurzfassung. Ist cool, danke. Ja, wir brauchen die Bilder. Bilder, Bilder, Bilder. Und wenn du dieses Bild... Da ich das auch von mir habe, das ist auch wichtig für alle, die zuhören, da muss man auch mitmachen, sich hineindenken, mitatmen und sich da einfach mal das annehmen und zulassen. Da merkt man, wie man auf diese kleine Reise mitgenommen wird und was das in einem selber schon einmal auslöst. Ja, klar. Weißt du, ich habe sie jetzt in Schnellfassung gemacht. Normal lasse ich dir viel mehr Zeit für diese Bilder. Ich mache viel mehr Pausen, dass du die Bilder kommen ja versetzt, dass du dir, je mehr Zeit du hast in dieser Hypnose für diese Bilder, ja, also sowas würde ich jetzt mindestens 10 Minuten machen normal in der Hypnose. Aber weißt du, das war Schnellfassung. Und je mehr du dieses Bild kriegst, wenn du jetzt 4 Bilder gesehen hast, würde ich jetzt meinen Kunden sagen, so, jetzt setz dich jeden Tag hin, schließ deine Augen, atme 2-3 Mal tief ein und aus und dann begib dich wieder in dieses Bild. Das ist so meine Hausaufgabe immer für meine Klienten, egal welches Thema es ist. Ein eigenes Bild sich zu kreieren, ja. Ein positives Bild und wichtig die Atmung dazu. Ja, und wenn ich da noch sehe, manchmal siehst du richtig bei den Klienten, wie die mitarbeiten, wie das Gesicht anfängt, sich manchmal, wenn ich sage, und du lächelst noch, dann lächelt sogar noch das Gesicht, dann weiß ich, der Mensch arbeitet super mit. Also die eine, dass die letzte Woche hatte ich eine, dass sie nicht angefangen ist, hier laut loszulachen, war alles. Und jedes Mal, wenn die, es war auch mit Präsentieren und Lächler und dann musste die immer lachen. Und dann weiß ich auch, derjenige, der dort liegt, der arbeitet perfekt mit. Cool, sehr cool. Also wer Bock hat auf Petra Thieme und die Hypnose, schaut nochmal vorbei auf www.myuv.com. Life can be better, unser Gesundheitsportal, wo ihr ganz wunderbare Therapeuten und Menschen, Healer findet, die täglich uns Menschen helfen, das Leben ein Stück besser zu machen, zu gestalten, zu leben, vor allem auch für junge Leute, für Familien, für ältere Menschen, für uns alle eigentlich das Credo Life can be better. Und da gehört natürlich auch die Hypnose dazu. Wer offen ist, ich glaube, das sollte man einmal ausprobieren. Und ja, ich sage immer so, es kann nicht schaden. Man kann offen sein und man kann das eine oder andere gerne annehmen. Petra, jetzt zum Abschluss noch, sagen wir mal deine 3, 4, 5 positiven Snacks für Hypnose, wo du sagst, was sind die schönsten Erlebnisse oder Gewinne aus Hypnose, warum du uns Menschen Hypnose so ans Herz legst? Erstens, immer wieder, wenn die Menschen mich anrufen und sagen, oh, ich bin rauchfrei und ich kann sagen, ich habe wirklich dem Menschen ein Stück Gesundheit mitgegeben. Das ist mir ganz wichtig. Zweitens hatte ich jetzt so ein tolles Erlebnis vor ein paar Wochen, da kam Mutter und Tochter eigentlich wegen Abnehmen. Wir sind natürlich mal wieder beim ganz anderen Thema gelandet. Und das Schöne ist, die Frau ist seit 30 Jahren in einer Kanzlei und so Chefsekretärin und sie hat so ihre ganz normalen Gehaltserhöhungen gekriegt, so jedes Jahr. Aber selbst zum 10-Jährigen musste sich ihre Blumen noch selber kaufen. Und zum 20-Jährigen, nicht mal zum 20-Jährigen, hat sie so eine Zusatzgehaltserhöhung bekommen. Und ja, durch meine Hypnosen, wir hatten 3 Sitzungen,
hat sie jetzt eine Gehaltserhöhung gekriegt. Die hat sich endlich getraut, mit ihrem Mund aufzumachen. Das ist wieder typisches Frauenthema. Jetzt hat sie eine, sie hätte einen Job kriegen können, hat sie 1000 Euro mehr gekriegt. Meine ich, wieso nimmst du den nicht an? Ja, ich weiß ja auch nicht. Jetzt kriegt sie, hat es gelassen, jetzt kriegt sie eine Gehaltserhöhung von 800 Euro. Sie ist aber nicht zufrieden, bewirbt sich noch, beziehungsweise hat sie gesagt, dann will ich aber nächstes Jahr im Januar noch 200 Euro mehr haben. Also gut, der Chef wird das jetzt nicht so toll finden, aber ich höre draußen immer wieder, Mensch, wir brauchen gute Leute, uns fehlen gute Leute, und dann finde ich es so schade, dass die Chefs den, die guten Mitarbeiter nicht gleich ein bisschen unterstützen, ja, und von alleine mal was machen. Und ich bin aber jetzt stolz darauf, dass sie sich so weit im Selbstwert gesteigert hat, dass sie sich jetzt traut, den Mund aufzumachen. Und das ist ja ein riesen Frauenthema. Ja, euch Männer betrifft es vielleicht nicht ganz so, aber, und da bin ich so stolz drauf, und ihr geht's jetzt richtig gut, und mal sehen, was, wie die Reise bei ihr weitergeht. Also das sind für mich so Highlights, wo ich sage, hey, super, da hat sich ja diese Investition in sich so riesig, jetzt kriegt sie 800 Euro jeden Monat mehr. Ja, top. Cool. Ja? Und so hilfst du, ob mit Selbstwert und mit gewissen Blockaden, Ängsten, ja, rauchfrei. Ja, oder auch heute, jetzt letzte Woche war jemand da, die traut sich jetzt wieder. Jetzt hat sie mal einen Instagram-Post gemacht, das hat sie sich vorher gar nicht getraut. Ja, ja, einfach und so Menschen auch zu helfen, sich etwas zu trauen. Ja, dieses Trauen, und das ist ein Riesenthema. Ja, cool. Fein. Vielen Dank, liebe Petra. Wir hören den Podcast auch auf der Gasthaus 307, auch auf MyUI. Dich gibt es ja auch mit deinen wunderbaren Tätigkeiten auf unserer MyUI-Seite. Da werden wir mal durchstöbern. Ich freue mich, und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und vor allem auch auf die nächste Hypnose. Diese kurze Hypnose hat mir schon sehr gut getan, fährt gleich richtig ein, berührt. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und für deinen Input unter dem Motto Life can be better. Petra Dieme und Hypnose. Vielen Dank, lieber Daniel. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.